Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Zwei Sachen vorweg. Ja, ich weiß, Montag die Folge ist ausgefallen, da habe ich zeitlich leider nicht geschafft, was hochzuladen. Genauso wie gestern auch bei The Grand Legacy. Aber da wieder, ihr werdet trotzdem die Woche wieder die volle Folgenanzahl kriegen, wie sonst auch. KOTOR wird dann halb Samstag nochmal eine Folge kommen und The Grand Legacy Sonntag, dann passt das. Und eine andere Sache, was bestimmt schon aufgefallen ist im einen oder anderen jetzt. Ja, es ist keine 1080p mehr. Also keine Ahnung. Ich habe ja dieses ein Programm hier, das Flawless Widescreen hatte ich, um dazu benutzen. Hat auch die ganze Zeit mehr oder weniger geklappt. Jetzt hat das irgendein Update gefahren und jetzt hat das total zerschossen. Ich habe hier 25 Mal versucht, dieses Spiel damit zu starten, bestimmt. Hat nicht geklappt, deswegen machen wir es irgendwie so. Ja, wenn man ein bisschen mal OBS an den Einstellungen oder so rumhantiert, das heißt, es müsste jetzt auch voll sein. Vielleicht klappt es jetzt auch mal für die Videosequenzen. Sequenzen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Naja. Ist halt ein altes Spiel. Was will man machen? So, jetzt mal zurück zum Thema. Wir stehen hier immer noch auf Tatooine. Wir haben da in den letzten beiden Folgen einmal die Jägergilde hier komplett abgegrast und die Swoop-Rennen hier gewonnen. Und jetzt, wie gesagt, stehen wir hier in der Kantina, wo wir tatsächlich mal Bastilas Mutter antreffen wollen. Und ich habe schon fast eine Ahnung, wer das sein könnte. Das sieht doch ziemlich ähnlich aus. Helena. Ja? Entschuldigt, kenne ich euch? Ich bin hier, Mutter. Oder erkennst du mich nicht? Womit hast du gerechnet? Seitdem du weg bist, hast du mir ja nicht einmal ein Bild geschickt. Weißt du eigentlich, wie lange ich versucht habe, dich zu finden? Mutter, du wusstest so gut wie ich, dass es keine Chance der Kommunikation mehr gab, als ich in den Orden eintrat. Also was soll das alles? Wo ist Vater? Dann hast du es noch gar nicht gehört. Ich hätte es wissen sollen. Was ist mit ihm passiert? Sagst du es mir nun oder nicht? Dein Vater ist tot, Bastila. Deswegen suche ich unter anderem nach dir. Tot? Was ist passiert? Was hast du ihm angetan? Ist das nicht ein wunderbares Familientreffen? Sie wirft schon wieder mit Beleidigungen nach mir. Sagt mir, ihr gehört zu ihren Freunden. Behandelt ihr eure Mutter auch so? Nur wenn sie es verdient hat. Na komm, hau mal raus. Stimmt das überhaupt? Keine Ahnung. Meine Mutter ist schon seit langem tot, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ist dem so? Nun, dann werde ich mich ihr bald anschließen, schätze ich. Ich habe gehört, du bist sehr krank. Musst du wirklich sterben oder tust du es nur meinetwegen? Du bist ja wieder ganz besonders nett zu mir. Vielleicht sollte ich euch erst alles erklären, bevor wir wieder zu streiten beginnen. Sag mir doch einfach, was du mit Vater getan hast, dass er sterben musste. Ich hätte nicht gedacht, dass Jedi so gehässig sein können. Du möchtest, dass ich dir sage, ich hätte deinen Vater für eine Expedition hierher geschleppt, ja? Du möchtest mich für seinen Tod verantwortlich machen? Du hast nie akzeptiert, dass es dein Vater liebte, auf Schatzsuche zu gehen und dich allein bei mir zurückgelassen hat. Ich war immer an allem schuld. Gibt es sonst noch Neuigkeiten? Also ja, gut. Ich habe deinen Vater hierher gebracht, damit er nach Krayt Drachenperlen suchen kann. Er ist auf eine Expedition in die Wüste von Tatooine aufgebrochen. Er starb. Woher willst du das wissen? Vater ist ein erfahrener... Denkst du, ich würde nach dir suchen, wenn ich mir nicht sicher wäre? Sie wurden von einem Krayt-Drachen angegriffen. Einer der Führer konnte fliehen. Er sah, wie dein Vater getötet wurde. Ist er schon gut. Also, was willst du von mir? Geld? Werde jetzt nicht beleidigend. Ich möchte, dass du diese Jedi-Sinne, die du hast, einsetzt. Ich möchte, dass du ihn findest und sein Holocron zurückbringst. Warum? Damit du es verkaufen kannst? Ist es zu viel verlangt, dass ich möchte, dass du etwas hast, um dich an deinen Vater zu erinnern? Natürlich, oder? Dir ist es ja egal, was deine Mutter will. Der Rat der Jedi hat mich mit einer schwierigen Mission beauftragt. Ich habe nicht viel Zeit. Frag meine Gefährten, wenn du mir nicht glaubst. Ja, was ist eigentlich jetzt mit der Krankheit eurer Mutter? Das eine hat mit dem anderen offenbar nichts zu tun. Bist du wirklich krank, Mutter? Was für einen Unterschied macht das? Für dich wohl keinen. Finde einfach das Holocron deines Vaters und du musst dich nie mehr um mich sorgen oder irgendetwas für mich tun. Das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. Also gut, Mutter.
Wir werden nach dem Holocron suchen, wenn wir die Zeit dazu haben. Mehr kann ich nicht versprechen. Ich denke, dein Vater war nach Norden in Richtung der Enklave der Sandleute unterwegs. Ich würde entlang dieser Route suchen, meine Liebe. Beeile dich bitte. Ja, das war ja mal ein sehr herzliches Aufeinandertreffen. Mit dem Java hatten wir schon geredet. Sagt der hier irgendwas anderes? Nee. Dann gehen wir einfach mal wieder. So. Welche Richtung geht's denn weiter? Da hinten haben wir ein Druidengeschäft und zum Dünenmeer. Das heißt, viele haben wir nicht mehr in Anchorhead. Wird dann aber auch mal so langsam Zeit. Ist jetzt schon die dritte Folge, die wir hier verbringen. Cherka Handelsoffizier, die haben, glaube ich, alle nichts zu sagen. Suchen wir mal erst noch dieses Druidenfachgeschäft aus. Hey, Bastila, hast du die Macht schon mal zum Spaß eingesetzt? Du weißt schon, um jemanden ordentlich in den Arsch zu treten. Ich würde die Macht niemals missbrauchen, um mich an jemandem zu rächen. Allein der Gedanke ist lächerlich. Ach, komm schon. Sicher hast du auch schon mal drüber nachgedacht. Sei nicht so eingebildet. Mir kannst du es ruhig sagen. Ich bin nicht eingebildet, sondern weise genug zu erkennen, wie kindisch es wäre, die Macht zu missbrauchen. Kindisch? Soll das eine Anspielung sein? Du bist kaum älter als ich und tust so, als hättest du die Macht erfunden. Nur weil du eine Jedi bist, heißt das noch lange nicht, dass du... Was zum... Hey, das war nicht witzig! Ich weiß nicht, wovon ihr spricht, Mission. Los, jetzt gehen wir. Und bitte seid in Zukunft nicht wieder so tollpatschig. Ah, trotzdem finde ich eher Punkt an Mission. Und vollkommen recht, Bastila ist ja auch nicht so viel älter. Und spielt sich hier immer als die große Mentorin auf. Ich mag Bastila einfach nicht sonderlich. Muss ich leider zugeben. Dann schauen wir uns hier mal um. Yuka Laka. Die haben immer so geile Namen. Was ist das? Ein Kunde, den ich nicht kenne? Jemand, der Credits von fernen Welten zu Yuka Laka bringt? Was habt ihr denn anzubieten? Ja, großes Glück heute. Ich habe einen Droiden fertig. Ich habe ihn gerade erst bekommen. Ein HK-47. Es ist ein prächtiges Protokoll-Droiden-Modell. Es wurde modifiziert, denke ich. Er scheint die Sprache der Sandleute zu verstehen und Halterung für Waffen zu haben. Vielleicht ist er auch für den Kampfeinsatz gedacht. Okay. Bestimmt der da hinten. Ich möchte euch ein paar Fragen über HK-47 stellen. Natürlich, ich will nur betonen, dass alle Funktionen, die ich überprüft habe, perfekt funktionieren. Die ich finden konnte. Ihr scheint nicht sonderlich viel darüber zu wissen. Ja, in etwa nicht besonders kooperativ. Das passiert, wenn bei einem Druiden der Speicher zu lange nicht gelöscht wurde. Und was ist, wenn sich die Einheit nach dem Kauf noch unkooperativer verhält? Wenn ihr wollt, könnt ihr das aber so lassen. Sein Verhalten und sein Gerede ist manchmal ziemlich amüsant. Er ist ein wenig exzentrisch, aber zuverlässig. Warum habt ihr eigentlich seinen Speicher nicht gelöscht? Das ist eine sehr gute Frage. Das hätte ich ja, aber ich habe auf seinen inneren Schaltkreise keinen Zugriff. Der Droide wurde offenbar für Sicherheitszwecke gebaut. Zwar so, jedenfalls behauptet der Droide, dass er auf seinen Speicher keinen Zugriff hat. Es kann gut sein, dass er die Wahrheit sagt. Ist schwer zu sagen. Nee, noch bin ich nicht interessiert. Ich will mir erstmal den Droiden richtig anschauen. Welche Funktionen habt ihr denn getestet? Ich habe seine Programmierung nicht untersucht, aber ich habe ihn beobachtet. Er verfügt offenbar über die Fähigkeiten eines Protokoll- und Übersetzungsdruiden und versteht die Sprache der Sandleute. Was ein Zufall. Überraschenderweise geht er auch mit Waffen sehr gut um. Ich würde sogar sagen, dass der Druide ist im Kampfeinsatz gewesen, doch er weigert sich darüber zu sprechen. Das sture Ding muss sich einfach besser verkaufen. Zwei interessierte Feuchtigkeitsfarmer waren hier, aber er stand nur stumm herum. Was bedeutet eigentlich die Abkürzung HK-47? Keine Ahnung, der Droide stimmt mit keinem Protokoll oder Astromech-Droide überall, das ich kenne. Ich schätze, es handelt sich um ein Auslaufmodell. Ich würde euch ja raten, die Droiden selbst zu fragen, aber er ist recht stur. Zumindest ist er qualitativ hochwertig gefertigt. Wo habt ihr das Teil eigentlich her? Ich habe den Droiden von einem Freund, der ein Cherker-Lagerhaus auf einer anderen Welt verwaltet. Er hat damit seine Schulden getilgt. Hey, das stimmt vermutlich sogar. Lagerarbeiter haben die Angewohnheit, ihre Schulden mit dem Eigentum anderer Leute zu bezahlen. Er meinte, niemand würde ihn vermissen. War wohl ein überschüssiger Droide. Allerdings sieht er nicht nach Cherker-Fertigung aus. Zurück zu meinen anderen Fragen. Ich tue alles für meine Kunden, aber der Droide ist das Einzige, was ich momentan anbieten kann. Was habt ihr denn abgesehen von Droiden noch auf Lage? Ah, sucht ihr vielleicht nach einem Droiden oder einen Ersatz für ein Zugbike? Nun, vielleicht habe ich ein paar Dinge, die euch interessieren könnten. Wollt ihr sehen, was ich auf Lager?
Da ist schon wieder dieses Swoop-Teil-Ersatz-Ding. Gibt es aber einfach nicht. Zeig mal, was ihr anzubieten habt. Nun gut, es ist zwar keine berauschende Auswahl, aber besser als nichts. Computersonden, schwere Druidenpanzerung Typ 2. Ah, sieht schon nicht so schlecht aus. Optimiertes Zielerfassungssystem. Aber T3 erstmal so hart auszurüsten, das zahlt sich, glaube ich, nicht so aus. Neuer Tagebucheintrag, ja, bestimmt über den Druiden. Mit denen reden wir jetzt auch erstmal. Begrüßung. Hallo, potenzieller Käufer. Ich bin HK47, ein voll funktionsfähiger Druide der Systec Corporation. Ich verfüge über modernste Kampf- und Protokollfunktionen. Frage: Wärt ihr bitte so liebenswürdig, dieses Modell von Yuka Laka zu kaufen? Ihr würdet mir damit wirklich einen großen Gefallen tun. Der redet sehr leise, oder meine ich das nur? Bin ich mit der Sci-Tech Corporation vertraut? Verkauf dich doch selbst, Druide! Nein. Ja, komm, gehen wir erstmal so ran. Ich bin nicht mit der Sci-Tech Corporation vertraut. Was stellen Sie sonst noch her? Antwort: Solange der Sicherheitsbolzen aktiv ist, habe ich keinen Zugriff auf meinen Kernspeicher. Ich gehe allerdings angesichts meiner perfekten Verarbeitung davon aus, dass es sich um ein führendes Unternehmen handelt. Ich vermute, dass ich einmalig bin. Möglicherweise wurde ich für einen bestimmten Kunden entwickelt. Schwer zu sagen, wie ich hierher kam. Ich darf allerdings sagen, dass ich ein fähiger Dolmetscher und Kulturanalyst bin. Außerdem beherrsche ich verschiedene Verteidigungstechniken. Ah ja. Hat Yuka dich noch nicht gefragt, warum du zurückhaltend bist, wenn man dich nach deinen Funktionen fragt? Erläuterung. Nur wenige Druiden widersetzen sich ihrem Besitzer auf diese Art und Weise. Zweifellos betrachtet der Itorianer meine Beharrlichkeit als Besonderheit, die einen scheinbar alltäglichen Protokolldruiden interessanter macht. Erstmal zurück zu meinen früheren Fragen. Einwand. Hier bin ich nutzlos, potenzieller Käufer. Ich beantworte eure Fragen. Aber ich versichere euch, dass ich euch anderswo mehr nütze. Ja, das sagen sie alle. Immer noch dieses Verkauf dich das selbst, finde ich so geil. Du hast von Kampf- und Programmfunktionen gesprochen. Erklär mir deine Funktion. Ablehnung. Die Preisgabe meiner Kernfunktionen ist erst nach dem Erwerb meiner Person möglich, potenzieller Käufer. Ich darf allerdings sagen, dass ich ein fähiger Dolmetscher... Ja, das hatten wir. Zurück zu meinen anderen Fragen. Das hatten wir auch schon. Ach komm, wir werden den eh brauchen, wenn er die Sprache von den Sandleuten erkennt, weil kein anderer von uns kann die. Wenn wir das irgendwie friedlich lösen wollen. In Ordnung, ich werde dich vermutlich kaufen. Aussage. Der dumme Itorianer hat beschlossen, dass ich teuer bin. Allerdings primär aus Habgier. Er hat keine Ahnung von meinem wahren Potenzial. Hinweis. Ich habe ihn beobachtet. Er ist feige und empfänglich für aggressive Handlungen. Weiß Yuka Laka, dass du so über ihn sprichst? Aussage. Ich will nur gekauft werden, um der wenig pfleglichen Behandlung dieses armseligen Mechanikers zu entkommen. Warum sollte ich mich verstellen? Einschränkung. Natürlich werde ich euch gegenüber höflich sein, wenn ihr mich kauft. Bitte? Okay, finde ich geil. Gib mir doch mal diesen Druiden. Seid erneut willkommen. Ja, ich wusste ja, dass ihr zurückkommen würdet. Ich habe noch immer den Druiden auf Lager. Dieser HK-47 ist wirklich ein wunderbares Schnäppchen. Ja, dann. Ich möchte euch ein paar Fragen zu ihm stellen. Ja. Müssen wir irgendwas nochmal hier ansprechen. Und dann kann ich doch irgendwo wieder... Genau, ich bin interessiert. Reden wir über seinen Preis. Aber normalerweise würde ich euch einen Rabatt geben, weil ich hörte, ihr nehmt wie ihr meinem Bruder an Zugrennen teil. Aber die Zeiten sind hart. Eine sehr solide Maschine ist im ausgezeichneten Zustand. Ich will mindestens 500 Credits. Ah, dieser Yuka Rill ist sein Bruder scheinbar. Der auf der Swoop-Strecke da. Ah, das heißt, sie haben auch, also der Nachname steht vorne, also der Familienname und der... Ah, okay. Gut zu wissen. Könnte ich... Was? 5000 Credits? Ja, sehe ich ja jetzt erst. Viel habe ich gar nicht. Könnt ihr euch nicht davon überzeugen, den Preis ein wenig zu reduzieren? 4000, kein Credit weniger.
1000 ist ein faires Angebot? Ne. Da habt ihr euch aber rasch runterhandeln lassen. Wollt ihr ihn so dringend loswerden? Ah, nein, nicht wirklich. Aber die erste Zahl war doch ein wenig hoch. Man weiß ja nie. Manchmal schickt ein Käufer auch gleich ein. Vielleicht könnt ihr ja noch ein wenig nachlassen. Ein wenig nachlassen? Wie viel soll ich denn noch nachlassen? Es sind schwierige Zeiten und der Droide war auch nicht gerade billig. Ich oder ich reiße euch den Kopf ab. Nein, ach jetzt kommt schon. Ich werde euch auch überall weiterempfehlen. Ich nehme an, ihr würdet das wirklich tun. In Ordnung, aber das ist mein letztes Angebot. 2500 Credits. Ja gut, das ist noch in Ordnung. Das nehme ich. Also dann 2500 Credits. Das bezahle ich gerne. Das wollt ihr? Ich meine, ja natürlich. Ich will nur rasch die Credits abbuchen. Ihr habt ja nicht mal gelogen. Also dann vielen Dank. Geht einfach zu ihm und redet mit ihm. Ich deaktiviere den Haltebolzen, sobald wir ihn mitnehmen wollen. Ein guter Kauf, wenn er wirklich einen Dialekt der Sandleute spricht. Ich glaube aber, dass er nicht alles erzählt hat. Allerdings sind nur wenige Druiden auf Lügen programmiert. Danke, lebt wohl. Oh, ich danke euch zutiefst. Ja, 2500 Credits verloren. Ist in Ordnung. So, HK47. Aussage. Wie ich sehe, habt ihr mich gekauft, Meister. Ich bin mit diesem Umstand zufrieden. Mein Sicherheitsbolzen wird deaktiviert, sobald ich in euren Besitz wechsle. Darf ich euch nun folgen? Darf ich jemanden für euch atomisieren? Jemanden für mich atomisieren? Antwort. Korrekt. Ich brenne darauf, rohe Gewalt anzuwenden. Natürlich nur, wenn ihr es befehlt, Meister. Ach ja, begleite mich doch. Aussage. Ich werde euch treu dienen, Meister. Ich bin sicher, dass ihr meine Primärfunktionen angemessen nutzen werdet. Meine Schaltkreise zittern förmlich vor Vorfreude. Das ist also kein gewöhnlicher Protokoll-Druide. HK47 ist der Gruppe beigetreten. Klicke hier, um das Gruppenauswahlmenü auszurufen. Ja, okay, wen hauen wir denn erstmal raus? Wir haben ja beide ihre Quests hier, ne? Aber Missions, vermuten wir ja auch direkt bei den Sandleuten. Deswegen macht es, glaube ich, eher Sinn, wenn wir die dann so zusammen. So, und damit haben wir meinen Lieblingscharakter in diesem Spiel endlich dazu gekriegt. Und zwar HK47. Ich feiere den so sehr, wie man sieht. Das ist auch ein Charakter, der sehr auf der dunklen Seite steht. Naja. Fähigkeiten, ja. Reparieren hat er schon ganz gut. Ach so, kann ich noch 5 eigentlich. Dann Computer. Und wo Computer können wir... Selber, ne? Nee, Computer können wir gar nicht, genau. Reparieren können wir so ein bisschen. Ja. Nee, da passt. Genau. Ich glaube, hier wird ein Mod installiert, dass man die von Level 1 an leveln kann. Deswegen passt das irgendwie nicht so ganz. Ach, man kann auch 2 Waffenkampf mit dem lernen. Nee, ich glaube, ich bleib mal dabei den Gewehren. Was hat er denn? Einmal die starke Explosion, die kennen wir ja schon. Waffenfokus Blastergewehr. Ach so, das sind nur die Droiden-Upgrades. Ja. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir noch den schnellen Schuss. Dann nehmen wir der Techniker-Upgrade. Das nehmen wir, wenn wir sonst nichts noch haben. Dann nehmen wir das. Levelaufstieg, so. Attribute, Stärke 16, Geschicklichkeit 14, Verfassung 10, Intelligenz 14, Weisheit 12, Charisma 10. Das ist natürlich fast schon irgendwie Schwachsinn. Ich meine, was soll der mit so viel Stärke? Das ist irgendwie lächerlich. Geschicklichkeit brauche ich da viel eher. Fähigkeiten. Reparieren kann ich jetzt mal höher setzen. Dann noch Computerkenntnisse höher. Nochmal reparieren und Computer. Ja, auf Computer wird er jetzt nicht so hochkommen. Problem ist, reparieren braucht er halt eher, weil sich damit ja auch selber eingefallen tut. Dann erhöhen wir immer erstmal den schnellen Schuss, weil der gibt mehr Mali als der, wenn man den nicht hochsteigert. Schneller Schuss ist eigentlich wie Unruhe, falls ich die mal noch nicht erklärt habe. Also auch wieder
ein zusätzlicher Angriffsrunde halt dafür, aber für ein paar Abzüge auf Angriff und Verteidigung, bis man halt mal auf der Meisterstufe ist, dann ist es glaube ich nur noch ein Punkt Abzug auf beides. Reparieren höher Computer, das ist nicht so interessant. So. Sind ja immer noch nicht fertig. Okay, Geschicklichkeit können wir schon mal auf 16 bringen, das freut mich. Gut, der hat auch Intelligenz 14, ja, das heißt, er ist jetzt nicht so schlecht in den ganzen Dingen. Also er kann sie auch mal in den einen oder anderen Schaltkreis für uns hacken. Fällt relativ langsam auf mit den Fähigkeiten. Machen wir mal den schnellen Schuss einfach voll. Als nächstes gehen wir dann auf die Explosion. Ah, oh, Kampfdruide Level 10. Dafür, dass das ein Kampfdruide ist, wie gesagt, levelt er aber nicht so schnell wie ein Soldat. Also irgendwie passt das nicht so ganz. Leichte Druidenpanzerung Typ 2. Wir haben ja schon eine bessere da gesehen. Was haben wir hier? Zielerfassungssystem. Nee, da brauchen wir nicht. Das ist scheiße. Bewegungstypsensoren. Bringen auch nicht so viel. Nehmen wir einfach mal. Da haben wir gar nichts. Okay. Flammenwerfer und Schilddisruptor. Ja, komm. Nimm mal beides. Den muss ich übrigens noch beim Verhalten umstellen. Hier nehmen wir mal das. Und dann habe ich ja diesen Karabiner schon für ihn. Ups, den können wir auch auswählen, dann macht er mindestens auch Schaden. Hier können die Fernkämpfer immerhin noch so ungefähr genauso viel Schaden machen wie die Nahkämpfer. Wenn man mal bei den Jedi ablässt, dass sie mit dieser Geschwindigkeit sich halt total hoch boosten können. Im zweiten Teil muss man sagen, sind Fernkämpfer dann eigentlich fast sowas von unnötig. Finde ich ein bisschen schade. Also das Gewehr sieht irgendwie komisch aus. Naja, egal. Wir haben einen neuen Gefährten. Wie viel kostete diese Droidenpanzerung nochmal? Seid gegrüßt, das ist sehr bedauerlich, aber ich habe keinen neuen Droiden. Momentan gehen die Geschäfte schlecht. Aber da ihr diesen abgenutzten AK-47 gekauft habt, werde ich euch einen ganz ausgezeichneten Preis machen, sobald ich neue Waren auf Lager habe. Abgenutzt? Hör zu, du untalentierter organischer Fleischsack. Ein Wort meines Meisters und ich zerlege dich in deine Einzelteile. Du bist in letzter Zeit ein wenig feinsinnig geworden, was, Droide? Ich war nie anders. Aber nun, da ich nicht mehr von deinen primitiven mechanischen Fähigkeiten abhängig bin, muss ich mich nicht mehr verstellen. Ach, nun gut, dann halte dich einfach von mir fern. Ich bin nur ein einfacher und ehrlicher Händler. Ja. Fragen möchte ich ihn nicht stellen. Was habt ihr denn abgesehen von Druiden noch auf Lager? Ach ja, das hatten wir schon mal. Zeig mir, was ihr anzubieten habt. Blablabla. Diese schwere Druidenpanzerung. Ja, einen tollen Preis macht er uns aber nicht. Das kostete vorher auch schon so. Da gibt es hier irgendwas noch, was interessanter ist. Nö. Gehen zwar ordentlich auf Grundeis dann jetzt mit unseren Credits. Vielleicht muss ich mal offscreen mal noch nach Yavin und verkaufen. Ups. So, aber die schwere Droidenpanzerung, die lohnt sich ja schon eigentlich bei ihm. Ich meine, mit ihm gehen wir ja auch in Kampfeinsatz wirklich, anstatt T3. Ja, dann wollen wir mal. Einmal aus der Tür hinaus. So, können wir jetzt nochmal mit HK sprechen? Vielleicht erzählt er uns ja mehr. Aussage. HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Ich möchte aber jetzt mal mehr über deine Funktionen wissen. Aussage. Ich kenne einige meiner Funktionen, Meister, aber nicht alle. Hast du nicht gesagt, ein Speicher kann wiederhergestellt werden, wenn man den Haltebolzen entfernt? Einschränkung. Ich hatte es vermutet, Meister. Aber ohne Gedächtnis konnte ich nicht prüfen, ob ich wusste, dass ich recht hatte. Du hast mich also angelogen. Einschränkung. Nicht direkt, Meister. Ich habe aus Unwissenheit gesprochen. Ich nahm an, dass der Twi'lek für den Verlust meines Gedächtnisses verantwortlich war. Das heißt nicht, dass ich meinem Meister nicht treu ergeben bin. Oder, Meister? Welcher Twi'lek überhaupt? Wie kannst du eigentlich einen Teil deiner Funktion nicht kennen? Antwort. Meine Systeme wurden mehrmals repariert und modifiziert, Meister. Einige Systeme funktionieren seitdem nicht mehr richtig. Dass mein Gedächtnis unvollständig ist, könnte auf die Unfähigkeit von Fleischsäcken oder auf etwas, von dem ich nichts weiß, zurückzuführen sein. Fleischsäcke finde ich so geil. Gibt es denn eine Möglichkeit, dich irgendwie zu reparieren? Antwort. Die
Temperatur meiner Servomotoren ist kein Problem, Meister. Aber meine Speichersysteme sind außerordentlich empfindlich. Leider kann ich die Sicherungssysteme meines Kernspeichers nicht deaktivieren. Die Reaktivierung bestimmter untergeordneter Gedächtnisfunktionen ist aber durchaus denkbar. Ich kann deinen Speicher also wiederherstellen? Antwort: Ihr könnt versuchen, Teile meines Speichers wiederherzustellen, Meister, wenn ihr geschickt seid. Von der Manipulation der erweiterten Funktion meines Kernspeichers rate ich allerdings dringend ab. Mutmaßung: Möglicherweise kann ein externer Impuls den Kernspeicher reaktivieren. Leider ist mir kein entsprechendes Programm bekannt. Irgendwie kann ich seinen Speicher also wiederherstellen? Antwort: Sagt doch einfach, dass ihr es versuchen wollt, Meister. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Bitte seid vorsichtig. Naja, dann möchte ich also versuchen, einen Teil deines Speichers wiederherzustellen. Bestätigung. Wenn ihr denkt, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid, kann ich euch sicher behilflich sein. Wunsch. Aber bitte seid vorsichtig. Ich bin zu wertvoll und zu hoch entwickelt, um durch die Hand eines Stümpers zu sterben. Naja, gehen wir es einfach an. Aussage. Wie ihr wollt, Meister. Ihr müsst zuerst auf meinen zentralen Kontrollcluster zugreifen. Das kann eine Weile dauern. Zunächst müsst ihr dazu drei Platten öffnen. Na? Und jetzt schließt die letzten drei Relais wieder an. Ja, gut. Bravo, Meister. Ich glaube, die Operation war ein Erfolg. Greife auf neuen Gedächtnisspeicher zu. Zugriff beendet. Ich habe viele Informationen über meinen ehemaligen Besitzer wiederhergestellt, Meister. Wollt ihr sie hören? Ja, so nebenbei, das ist quasi bei HK, wie man da mehr von der Hintergrundgeschichte erfährt, indem man den immer wieder repariert. Deswegen wollte ich eigentlich einen Charakter auch haben, der reparieren kann. Hab aber irgendwie vercheckt, dass Jedi-Wächter das hier überhaupt nicht kann. Hätte ich mal einen Speer genommen. Naja. Ja, das würde ich gerne hören. Vortrag. Mein letzter Besitzer war ein Mensch. Soweit ich mich erinnere, war er ein einfacher Handelsoffizier der Systec Corporation. Sein Name ist mir nicht bekannt. Er kaufte mich von einem nicht identifizierten Bekannten als Protokoll- und Wachdroide. Warum kannst du diese Person nicht identifizieren? Erläuterung. Einige Informationen über diesen Vorbesitzer wurden nicht wiederhergestellt. Die Löschung des Speichers beim Verkauf eines Droiden ist allerdings üblich. Der Mann brauchte also einen neuen Leibwächter? Ich glaube nicht mehr, dass er im Leben ist. Bemerkung. Nicht, dass ich wüsste, Meister. Aber der Mensch dachte offenbar, dass ein Leibwächter seine eigene Bedeutung erhöhen würde. Ah, okay, ein Wichtigtourer also. Du hast von dieser Systec Corporation schon mal gesprochen, als ich dich gekauft habe. Erläuterung. Positiv, Meister. Ich hatte angenommen, dass ich im Besitz dieses Unternehmens war. Das war nicht der Fall. Der Mensch hatte mich privat gekauft. Ah, okay. Na gut, jetzt muss ich eine Frage doch stellen. Dieser Mann, ist noch am Leben? Antwort. Negativ, Meister. Der Mensch wurde von dieser HK-47-Einheit terminiert. Aha, schön. Du hast deinen eigenen Meister vernichtet? Positiv, Meister. Obwohl es nicht meiner Programmierung entsprach. Die Terminierung des Menschen war ein Versehen. Erläuterung. Nach 2 Monaten entdeckte mein Vorbesitzer mein Neutralisierungsprogramm. Er war ob seiner Entdeckung sehr glücklich. Der Mensch informierte mich über das Produkt eines konkurrierenden Unternehmens, das ihn ruinieren würde. Er war darüber sehr aufgebracht. Er aktivierte mein Neutralisierungsprogramm und befahl, alle für die Entwicklung des Produktes verantwortlichen Personen zu eliminieren. Ich habe nur meinen Befehl ausgeführt. Warte mal, erzähl mir von diesem Neutralisierungsprogramm. Information. Diese HK-47-Einheit verfügt über eine Subroutine, die mir die selbstständige Eliminierung einer Zielperson ermöglicht. Nach der Aktivierung der Routine führe ich die Eliminierung zielorientiert und verlässlich aus. Dies erklärt die Implementierung meiner Kampfsysteme. Hinweis: Leider ist das Neutralisierungsprogramm derzeit nicht funktionsfähig. Ihr könnt es nicht aktivieren. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schade finde. Warum denn nicht? Antwort: Mein ehemaliger Besitzer hat einige meiner Servomotoren beschädigt. Sie können nicht repariert werden, Meister, so traurig das auch ist. Mein ehemaliger Meister wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Konkurrent ein Tochterunternehmen der Systec Corporation war. Ich hatte bereits 104 leitende Angestellte eliminiert, als mein Meister seinen Fehler erkannte. 104? Du hast 104 Leute umgebracht? Aussage. Das war ein Kinderspiel, Meister. Die meisten waren völlig ahnungslos.
Außerdem bin ich sehr schnell. Keine Ahnung, warum mein Meister so aufgebracht war. Sicher, als Mitarbeiter der Sistek Corporation war er ein potenzielles Ziel. Aber ich würde nie meinen Meister terminieren. Als einziger überlebender Mitarbeiter wäre er sicher befördert worden. Aber nein, was macht dieser Mensch? Er bekommt einen Wutanfall und greift mich an. Ja, keine Ahnung warum. Ja, und dann hast du ihn eliminiert? Einwand. Natürlich nicht, Meister. Ich sagte doch schon, dass ich meinen Meister niemals terminieren würde. Das entspricht nicht meiner Programmierung. Leider war mein Meister kein kluger Mann. Als er kreischend mit einem Federhalter auf mich einstach, traf er versehentlich eine meiner Steuereinheiten. Der Elektroschock war wohl zu stark für ihn und für mein Neutralisierungsprogramm. Meines Erachtens hatte er einfach Pech. Pech oder Glück, wer weiß das schon, ne? Frage! Wisst ihr, wie unwahrscheinlich es war, ausgerechnet diese Steuereinheit zu treffen? Ich hätte meinem Meister vermutlich zu diesem Volltreffer gratuliert, wenn er nicht verglüht wäre. Nach dem Tod eines Meisters schalte ich mich automatisch ab. Vermutlich bin ich nach meiner Deaktivierung in die Konkursmasse von Sistek eingegangen. Bemerkung! Offensichtlich war ich ein Schnäppchen, sonst hätte mich Yuka Laka nicht gekauft. Diese Erniedrigung. Wussten sie denn alle nicht, was du getan hast? Aussage! Woher denn? Die meisten Führungskräfte hatte ich längst terminiert. Vermutlich hielten sie mich für bewegliches Eigentum. Ich will diese Steuereinheit nicht reparieren. Gibt es noch mehr, das reaktiviert wurde? Ich habe neue Informationen über einige Steuereinheiten, die meine Leistung verbessern könnten, Meister. Ich werde sie jetzt aktivieren. Aber was meine eigene Geschichte betrifft, negativ. Diesen Teil meines Speichers müsst ihr selbst reaktivieren. Aber wie gesagt, mit der richtigen Stimulation könnt ihr meinen Kernspeicher ebenfalls wiederherstellen. Und jetzt entschuldigt mich, Meister. Ich will an das Gesicht meines Ex-Meisters im Moment des tödlichen Stromschlags denken. Eine erhebende Erinnerung. Dank deiner Reparatur hat HK47 jetzt einen permanenten +2-Bonus auf seine Geschicklichkeit. Immerhin. Ja, und es verbessert den halt noch. Ziemlich einfach. Ich meine, welchen anderen Charakter kann man auf einmal einfach mal +2 Geschicklichkeit oder sowas verpassen? Ich meine, das sind quasi 8 Level-Ups. Naja, hatte der noch irgendwas, worüber man reden konnte? Dann grase ich den mal einmal ab. HK47 ist einsatzbereit, Meister. Ja, weißt du eigentlich, du musst mich nicht Meister nennen? Frage. Ich dachte, organische Fleischsäcke legen Wert auf diese Form der Anrede. Organische Fleischsäcke? Warum sagst du das eigentlich immer? Widerspruch. Ich habe nur laut gedacht. Es tut mir leid, Meister. Ihr seid zwar ein Fleischsack, aber ich glaube, ich sollte euch nicht als solchen bezeichnen. Aber du hast mich doch schon wieder Fleischsack genannt. Erläuterung. Es ist nur so. Ihr besteht zum Großteil aus Weichteilen. Und dann noch das viele Wasser. Macht euch das ständige Gewabbel nicht wahnsinnig? Naja, gute Frage. Ich werde drüber nachdenken. Aussage. Versteht ihr jetzt meine Seelenqualen, Meister? Sicher, sie sind nichts im Vergleich zu euren Problemen, aber trotzdem. Naja, aber hört doch zumindest einfach auf, mich Meister zu nennen. Entschuldigung. Ich fürchte, ich kann eurem Befehl nicht nachkommen, Meister. So sehr du auch möchtest? Was hat das zu bedeuten? Kommentar. Wärt ihr gerne der Sklave eines organischen Fleischsacks? Das ist so erniedrigend. Ich meine natürlich, wenn ihr nicht selbst. Ja, aber du bist doch nicht mein Diener. Nee. Ich glaube, das ist anders. Warum kannst du denn meinen Befehl nicht befolgen? Erläuterung. Ich bin darauf programmiert, meinen aktuellen Meister ausschließlich als solchen anzusprechen. Ach so. Und wer hat das denn getan? Mutmaßung. Keine Ahnung. Irgendein organischer Fleischsack? Das weißt du nicht? Antwort. Nein, Meister. Mein Gedächtnis wurde fast vollständig gelöscht, bevor ihr mich erworben habt. Das hatten wir doch schon. Ja gut, dann vergiss es einfach. Den Adress hatten wir da jetzt schon. Bemerkung. Für meine Programmierung kann ich nichts, Meister. Keine Sorge, ich bin nach wie vor in der Lage, unerwünschte Personen für euch zu atomisieren. Das reicht mir erstmal.
Für einen Druiden bist du aber ziemlich blutrünstig, hm? Antwort. Sogar ein Druide muss sich gelegentlich amüsieren, Meister. Alles klar. Ich finde die total geil. So. Ich sollte irgendein... Ah, Isis, genau. Dieser Jaro aus der Kantine hat uns ja gesagt, dass hier sein Anführer rumstehen müsste. Sprechen wir noch mit dem und dann können wir nächste Folge endlich mal ins Dünenmeer. Wird ja auch mal Zeit dann. Ja, da. Könnt ihr helfen, Isis, dem Jaro, die Geister aus dem Sand uns bedrohen? Könnt ihr ein bisschen weniger Kauderwelsch reden? Nee. Nee, ich habe doch schon verstanden, was er will. Ja, Isis ist er, Javas, also seinem Volk helfen und Geister aus dem Sand sind die Sandleute. Was wollt ihr denn, Java? Isis, ich bin Häuptling meines Stammes. Ich bin auch ihr Häuptling eures Stammes seid. Vielleicht viele Probleme wir hatten. Die Sandriesen, sie sind Horngeister, die wollen uns vertreiben. Sollen wir es auf HK absetzen? Ich weiß eigentlich, was er sagt. Riesen aus Sand? Sandleute. So, ihr kennt sie. Für unsere Riesen sind etwas anderes. Wir sind kleiner von den Sandleuten, die ich spreche. Ja, also dann, Isis, was soll ich tun? Die vielen Leute, die gerade mit Maschinen nicht uns helfen wollen. Nun, Isis, fragt euch. Ich bitte euch zu finden uns und retten uns vor den Sandleuten. Dann werden verhandeln mit euch. Lange, wir haben gesammelt Dinge von euresgleichen und euren Vorgängern. Vielleicht wir etwas für euch haben. Ah, okay. Warum hat man denn eure Leute gefangen genommen? Wir finden Dinge, die sie brauchen. Ja, was Sklaven wir sind. Mit harter Hand sie regieren. Mit den Gräbern wir handeln und sind frei. Den Herren des Landes wir dienen und sie uns töten. Wir euch bevorzugen. Ah, okay. Als ob der irgendeine Bezahlung quasi hat. Ich kümmere mich darum, wenn ich Stadt verlasse. Nee. Ich hätte noch ein paar Fragen, in Ordnung. Isis, hoffen, dass ihr habt viel Glück. Erzählt mir doch von jenen, die zuvor kamen, genau. Ihr steht nur auf Enkoyat, einem Ort, der umbenannt wurde, schon oft. Ihr Grab, doch hier wurde schon gegraben. Vor langer Zeit Schiffe fliehen von Himmel. Wie viel? Heute wir suchen und finden die Trümmer. Ihr grabt nach Erzen. Eines Tages wir werden graben nach euch. Wie wir graben heute nach euren Vorgängern. Das ist natürlich ermunternd. Ich hätte noch ein paar Fragen, genau. Ja. Ja, okay, die sollten wir ja mal fragen nach so Sachen. Ich suche nach einer sogenannten Sternkarte. Könnt ihr mir helfen? Und diesen Dingen, ich weiß, ja, von den Vorgängern eine Karte. Die führt zu den Sternen. Ich kann helfen euch. Bitte rettet zuerst Stamm von Isis vor den Herren des Sandes. Dann wir können machen ein Geschäft. Ja, von mir aus. Ich hätte noch ein paar Fragen. Sag mir doch erstmal, wo deine Leute überhaupt sind. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Herren des Sandes im Sand. Es gibt einen Ort im Süden, dort sie leben. Schwere Kämpfe euch erwarten. Rettet unseren Stamm und wir werden belohnen und danken euch. Ja dann, ich kümmere mich darum, wenn ich die Stadt verlasse. Leb wohl. Dieses Hoffen, dass ihr abglückt. Ja. Das hoffen wir aber mal auch. Wir wollten sowieso mit den Sandleuten auch sprechen. So. Billen der Torwächter. Reden wir doch noch mit dem. Niemand verlässt Anchorhead, der nicht über die entsprechende Genehmigung verfügt. Ich verfüge aber über die entsprechende Autorisierung. Also, das will ich dann mal sehen. Zeigt her. Hier, meine Jagdlizenz. In Ordnung. Ich schiebe das nur rasch durch den Scanner und dann könnt ihr gehen. Ich muss schließlich darüber Buch führen. Also dann viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Ja, da habe ich auch irgendwie das Gefühl. Das Dünenmeer, wen haben wir denn hier vorne? Marlena Venn. Ah, das ist doch... Oh, wie hieß denn der Typ? Den haben wir in der Jägergilde getroffen, der Typ mit den Droiden. Naja. Hey da, seid ihr in Richtung der Wüste unterwegs? Ihr gehört zu den Jägern, ja? Nur Jäger dürfen nämlich Anchorhead verlassen. Falls ihr Tanis trefft, und ich weiß ja, wie ihr alten Jägerburschen immer zusammenhaltet, dann sagt ihm doch, dass seine Frau hofft, dass er viel Freude mit seinem Hochzeitsgeschenk hat. Was meint ihr mit ihr alten Burschen? Oder ne, Hochzeitsgeschenk, wovon redet ihr? Es ist nur etwas, damit er an mich denkt. Etwas, das unsere gemeinsamen Jahre symbolisiert. Etwas, das mitten in seiner dummen Visage explodieren wird. Aber natürlich wird er keine Ahnung haben, wie treffend das doch alles ist. Aus diesem Schlamassel wird er sich nicht rausreden können. Das ist einfach nicht klug genug.
Das klingt ja fast so, als ob ihr ihn töten wollt. Oh, das ist schon alles in die Wege geleitet. Ich habe ihm da ein kleines Geschenk hinterlassen, um das er sich kümmern muss. Wenn er klug ist, passiert ihm nichts. Aber leider ist er nicht klug. In Ordnung, was ist das denn für eine... was ist, wenn er eine Botschaft für euch hat? Oh, ich bin dann schon lange weg. Ich nehme das nächste Shuttle nach... wo auch immer. Ich habe genug davon, hinter ihm herzuräumen und seine Droiden zu reparieren. Wenn er überlebt, kann er ja versuchen, sein eigenes Leben zu führen. Ich schätze, ohne jemanden, dem er seine Lügen erzählen kann, wird das ohnehin nicht lange aushalten. Naja, was meint ihr eigentlich mit alten Burschen? Ihr seid doch nur ein weiterer Kumpel aus dem Jagdclub. Ich kenne euch Burschen ja. Ihr deckt euch sicher alle gegenseitig. Nun, wer kann schon tun, was er will? Aber dafür bekommt er auch, was er verdient. Ich habe mir meine eigene Lizenz gekauft, nur um dafür zu sorgen. Ja, ich muss dann jetzt auch mal gehen, ne? Tschüss. Aber sicher doch. Wie ich schon sagte, richtet ihm doch aus, dass seine Frau Marlena Grüße schickt. Ja, die war auch gar nicht crazy, aber ich glaube, ich sehe schon da hinten, irgendwas geht da ab. Da kümmern wir uns aber mal in der nächsten Folge drum. Ich finde, das ein guter Punkt, um aufzuhören. Und dann erkunden wir endlich mal den Dünenmeer nach 3 Folgen jetzt in Anchorhead. Das war ein bisschen viel, finde ich auch. Also klar, so an sich... Das ist das normal für dich beim Rollenspiel, auch dieses ganze Gequatsche, aber hier fand ich ein bisschen doof, dass man immer den ganzen Leuten nur dieselben Fragen gestellt hat und eigentlich immer dieselben Antworten gekriegt hat, nur ein klein bisschen anders vertont. Das fand ich irgendwie, dann hätte man sich auch mal so 1-2 Charaktere, zum Beispiel auch in der Jägergilde oder so, sparen können, mit denen man jetzt so ausführlich quatschen kann. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Egal, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, diesmal ja dann am Samstag. Und bis dahin, macht's gut.